So, Leute. Genug ausgeruht. Mal Zeit, dass wir mal ein bisschen ernst hier machen. Meiner. Und? Meiner. Nehmen wir noch ein paar mehr rum. Ignoriert einfach mal die Schwerter und so weiter, die rumliegen. Wollte ich gar nicht mitnehmen. Hab ich noch ein bisschen Platz? Dich habe ich noch. Na, okay. Oh, da ist noch einer. Danke. Oh oh. Ist alles wieder aufgetaucht. Yay. Ich bin so glücklich. Dank. Gute Nacht. Ah, shit. Hi. Bye. Na, nicht wie geil. Hey, Papier. Na gut, dass ich meine super Rüstung an habe, ey. Kannst du mal bitte sterben? Au! Das war die Kacke im Sack. Verliest du nicht deine Waffe? Na egal. Boink! Danke. Nicht den Rücken, das Feige. Hey, cool, danke für die gratis Pfeile. Falls ihr es nicht auch nicht schlecht. Falls ihr es nicht schon längst bemerkt habt, ja, es ist einmal zwischendurch der Blutmond aufgetaucht. Deswegen sind all meine lieben Freunde wieder da zum Spielen. Dafür habe ich jetzt aber auch mehr, mehr, wie heißt es denn? Ressourcen. Okay, die gibt es auch nicht. Das gibt es auch nicht. Okay. Wie kam ich jetzt nochmal raus? Ah, hier. Okay, wartet mal. Ja, jetzt. Ja. Okay, da bin ich. Ich will dahin, also rechts, rechts, links, dann nach oben. Okay. Oh, hi. Ja, nach oben. Okay. Warte mal. Ah, ich bin einer von euch. Ihr riecht nur ein bisschen komisch, keine Ahnung. Keine Sorge. Was ist denn? Ist da was oben? Ah, ich kann doch nicht hochklettern wegen Wasserschitter. Ist hier ein Durchgang? Ich nehme mal meine Kletterklamotten. Besser. Viel besser. Ich habe gedacht,
ich schwitze die ganze Zeit. Nee, ich bin noch nass von dem Wasserfall. Ah, da geht's nach oben. Was ist das hier ansonsten bitte schon für ein Gebäude? Überbleibsel von einem Turm? Obwohl, kann nicht sein, weil wir auch nicht ein Kerker sind. Wieso auch immer ich hier gerade einen Stein brauche. Obwohl, warte mal. Na, okay. Warte mal! Ihr Kackspaten habt euch echt überall versteckt, ey. Und... Oh, leider hat nicht getroffen. Und... Hopp. Na egal. Wieso kann es nicht überall so sein wie bei den Leitern? Oh, ein Hebel. Warte mal. Sieht schnicky hier aus. Hier komme ich definitiv gleich durch. Ah, hier geht's nach oben. Ach, so komme ich wahrscheinlich hier raus. Okay, okay. Aber zuerst mache ich Boom. Oh, fuck. Du hast jetzt gerade nichts gesehen. Hi, Kumpel. Ah! Ich habe gedacht, du hast nichts gesehen. Sieht aber cool aus von nahen, muss ich jetzt offen zugeben. Fuck! Ein Eldra-Zahn? Ein Veteran-Souvenir aus Eldras Gebiss. Der Zahn ist so hart, dass er nicht bearbeitet werden kann. Doch für irgendwas sollte er zu gebrauchen sein. Okay. War cool, schon? Ah, okay, von so einem Freund, die habe ich schon. Das ist fein, das ist toll. Das ist Wunderbärchen. Oh, ne? Whee! Oh. Hier sonst noch was auf der Höhe oder so? Ne? Nicht. Okay, dann lassen wir mal wieder ein bisschen. So. Okay, da geht's Richtung Schloss. Da geht's nach außen. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier gleich ein Guardian mich gleich anvisiert. Ugh. Wo bin ich denn gerade? Da bin ich. Na, siehst du mich? Oder siehst du mich nicht? Ich glaube nicht. Oh, die Musik. Die Musik ist cool. Ach du Scheiße. Okay, da ist einer. Komme ich so nicht hoch? Oh, fuck. Zum Glück kann ich hier zwischendurch Pause machen, ey.
gehen zwar ein leichtes Risiko ein, aber... Okay, also da... Oh, fuck. Oh, shit. Nein, 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 nein. Oh, ich kann kotzen. Okay, wartet mal. Von wo hat er mich anvisiert? Was zum... Ein Fliegen davon da ganz hinten? Fickt euch, Leute. Was ist... Was ist das? Oh, shit. Ein Geschützturm? Ich müsste mal näher kommen. Ach, da oben ist noch einer! Fuck you, bitch. Der hat mich abgeschossen vorhin. Da war es, dass ich hier bin. Ist das verbunden? Das ist verbunden, ja. Okay, los geht's. Ich finde es nur an zu regnen hier. Ah, wie viel habe ich? 8. Ich meine, ich kann sie auch komplett die ganze Zeit mit normalen Fallen besiegen. Ja, das dauert noch halt ewig. Oder ich... Was war's? Okay. Yes! Einer weniger. Weil dieser Turm da oben, der kommt mir nämlich bekannt vor. Deswegen will ich unbedingt da oben rauf. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Perfekt. All das gute Zeugs. Ist hier oben irgendwas? Ich muss mir gleich mal was futtern, ey. Na gut. Und Ruhe. Eispfeile, danke schön. Okay, jetzt ist das Geschütz weg. Der von da unten ist weg. Habe ich dann so feines 16 12 12
Na, plus 12 brauche ich eigentlich noch nicht mal, weil ich. Abgesehen von 4 Herzen habe ich ja schon. Habe ich ja alles an Herzen. Ich denke, das ist gut. Höchstens versuchen, ob ich ihn auch das war zu früh. Au, 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 au. Das tat weh. Oh, Junge! Oh, das hätte böse enden können da unten. Ich hab einfach nicht das Timing raus für diese Scheiße. Viermal? Aber ich habe ihn dafür fast. So, jetzt los. Mit letzten Schlag, super. Oh, die geben so viel Gegenstände, geil. So, ich denke, genau da oben komme ich hoch. Oh. Ach, das Schwert der Weisen habe ich auch noch. Wächterschwert. Oh oh. Was hat der für ein Schwert? Wollen wir mal gucken gehen. Hi, Kumpel. Das ist Zell. Was? Das ist Zell, das Zimmer. Oh, fuck! Wir haben Zell das Tagebuch gefunden. Na, mein Treffen mit den Recken habe ich die Erforschung der Relikte fortgesetzt, aber bislang ohne Erfolg. Ich muss alles über die Relikte herausfinden, um so die wiederkehrende Verheerung aufhalten zu können. Wenn man die Prophezeiung des Weissagers Glauben schenken kann, bleibt nicht mehr viel Zeit. Diese Gedanken beunruhigen mich, aber heute fehlt mir die Kraft weiterzuarbeiten. PS, morgen tritt der Ritter seinen Dienst an, den mein Vater mir als Leibwächter zugeteilt hat. Oh, sie meint mich. Wir sind unterwegs nach Goronia, um an Varudania zu arbeiten. Die ganze Zeit spüre ich seinen Blick in meinen Nacken. Er ist wirklich schwer zu durchschauen. Kann er nicht einmal deutlich sagen, was er denkt? Excuse me, Princess.
Die Vorstellung quält mich, was der vom Wandschwert auserwählte Held wohl von mir halten könnte. Was ist, wenn Hyrule, die ihre Kräfte der Versiegelung nicht gebrauchen kann, aber mich im Stillen verachtet? Nein. Okay. Heute habe ich die Beherrschung verloren und ihn angeschrien. Ich war frustriert, weil meine Forschung nicht die erhofften Fortschritte macht. Da kam er plötzlich angeritten, obwohl ich ihm gesagt hatte, dass er mich nicht zu begleiten braucht. Haben wir diese Cutscene schon gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Das Schlimmste war, dass er nicht einmal zu verstehen schien, warum ich so aufgebracht war. Ich weiß, dass er nichts dafür kann, aber sein Unschuldsblick hat mich nur noch wütender gemacht. Excuse me again, Princess? Oh Mann. Ich weiß nicht, wie ich die heutigen Ereignisse niederschreiben soll. Welche Worte drücken nur meine Gefühle aus? Er hat mich gerettet. Er hat mich vor den Klingen der Jäger beschützt. Oh, die Cutscene kennen wir. Das war die in der Wüste. Obwohl ich mich ihm gegenüber so kühl verhalten und meinen Launen an ihn auslasse. Morgen werde ich mein Verhalten Entschuldigung bitten. Werde mit ihm reden. Mit Link. Einfach reden. Das ist immer eine gute Idee. Reden ist immer eine gute Idee. Ich bin endlich ein wenig mit Link ins Gespräch gekommen. Nebenbei habe ich erfahren, dass er ein rechter Vielfraß ist, aber das tut nichts zur Sache. Aber als ich ihn letztlich gefragt habe, warum er immer schweigt, ist ihm die Antwort schwer gefallen. Es stellt sich heraus, dass er schüchtern. Oh, wir sind. Was? Schüchternheit? Er glaubt, er könnte den Anforderungen nicht gerecht werden. Ich dachte immer, er wäre so begabt, dass er sich um nichts sorgen müsste. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es hat wohl jeder seine Sorgen, die anderen eben nicht ansehen. Ich dachte nur an mich und an niemanden sonst. Ich werde weiter mit ihnen reden und vielleicht kann ich ihnen auch die Dinge teilen, die mir Sorgen bereiten. Mein Vater hat mir die Forschung an den Relikten verboten. Ich soll mich ganz auf meine Siegelkräfte konzentrieren. Ich war so verletzt, dass ich nicht antworten konnte. Seit ich ein Kind bin, bemühe ich mich ununterbrochen. Meine Mutter verstarb im Jahr, bevor meine Unterweisung beginnen sollte. Ich verlor zugleich Mutter und Mentorin. Meine Mutter sagte mir lächelnd, sorge dich nicht, Zelda. Du wirst deine Kräfte in kürzester Zeit erweckt haben. Das scheint irgendwie nicht so ganz geklappt zu haben. Doch es ist mir nicht gelungen. Wie viel Zeit auch vergeht, wie oft ich es auch versuche, besitze ich sie überhaupt? Morgen werde ich mit Link zur Quelle der Kraft aufbrechen. Doch dies wird vergebens sein. Ich weiß es jetzt schon. Diese Nacht hatte ich einen Traum. Ich stand an einem düsteren Ort und eine in Licht gehüllte Frau sah mich an. Sie schien mir nicht von dieser Welt zu sein. Doch ob Geist oder Göttin, sie war von herausragender Schönheit. Sie sprach, doch ihre Stimme erreichte mich nicht. Hätte ich sie verstanden, wenn meine Kräfte erwacht wären? Ah, das war wahrscheinlich die Göttin Hylia. Und dann sprach dieser Traum nur meinen Ängsten. Ich werde die Antworten erfahren, ob ich will oder nicht. Heute ist mein 17. Geburtstag. Nun ist mir auch der Besuch der Quellen der Weisheit erlaubt. Ich werde mit Link bald zur Ranell-Spitze aufbrechen. Die anderen Recken begleiten uns bis zum Fuß des Berges. Oh, das war, glaube ich, die Cutscene, wo Ganon aufgetaucht ist. Na, Vater hat unseren Streit nicht mehr gesehen. Nach meiner Rückkehr werde ich zu ihm gehen. Seit ich diesen Traum hatte, verspüre ich etwas. Auch wenn niemand einer talentlosen Prinzessin Glauben schenken wird. Ohne den Anlass zu verstehen, trage ich eine große Furcht in mir. Oh Mann. Also Zelda hat wirklich sehr viel, würde ich sehr viel durchmachen müssen mit ihren Forschungen und den Aufgaben von ihrem Vater und so. Oh Mann. Ich meine, ja, Ganon und so weiter, aber dennoch.
Die Shika schufen diesen Prototypen als Waffe gegen die Verheerung. Er ist stark und schnell, doch seine Haltbarkeit lässt zu wünschen übrig. Nice. Ja, das ist ein Schwert. Und es leuchtet. Willst mal gucken? Von ganz, ganz nah an. Ein Wuxing Großschwert. Habe ich das schon fotografiert? Nein, habe ich nicht. Na, noch ein bisschen. So. Sweet. Oh, apropos. Weitwurf, okay. Schwarz, wow. Ach so, wie so eine schwarze Version von den Königsbogen. Aha, okay. Aha. Da fällt mir eigentlich gerade mal ein. Hatten wir nicht irgendwie mal die Aufgabe... Wow, ich habe richtig viele von den Dingern. Den hatte ich. War nicht da irgendwie einer, der irgendwelche Rezepte oder sonst irgendwas von den... von Schloss Hyrule hatte, weil sein Vorfahre hier war? Oh, Feuerpfeiler, nice. Ich frage mich, ob es noch mehr von diesen Garde-Dingern gibt. Oh, hi. Hey, sie hat einfach mal Geld versteckt. Okay, das war wahrscheinlich ihr Bett. Natürlich die Bilder alle zerstört. Ach, shit, ey. Okay, wollen wir mal nach oben gehen. Wie von hier ist nach oben? Geht mal schon. Oh. Oder auch nicht. Na, das wäre sicherlich sonst normalerweise der schnellste Weg zu Gernern. Nee, brauche ich auch nicht mehr. Das alberne Ding. Ich wünsche, wir können was mit den Notizen hier anfangen. Oder mir das Tagebuch einfach einsacken. Quatsch. Oh, es regnet. Ach, komme ich von der Seite überhaupt hoch? Shit, warte mal. Okay, hier rüber. Ja, von hier. Wow. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Hey, cool, danke. Ah, nein. Ist irgendwas? Nee. Irgendwas oder irgendwer? Oh, hier geht es definitiv nach unten. Ach, hab ich schon gedacht, der hat mich gesehen, ey. Oh mein Gott! Okay, so können wir definitiv dann auch danach die Episode beenden. Weil diese Cutscenes dauern ja ein paar Minuten. Die Erinnerungen. Ja, wusste ich's doch. Sweet. Wo sie noch auf der guten Seite sind.
Auf unserer. Wir sind soweit. Endlich ist es uns gelungen, die Wächter zu aktivieren. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen die Wächter und die Titanen nur weiter studieren. Dann könnten wir uns vielleicht zur Wehr setzen, wenn die Verheerung Ganon tatsächlich zurückkehrt. Was tut ihr hier? Oh. Wir haben uns das Experiment mit den Wächtern angesehen. Da ist die Szene also her. Wenn wir die Technologie beherrschen, sind wir der Verheerung Ganon nicht hilflos ausgeliefert. In der Tat. Die Erforschung dieser Relikte ist von höchster Wichtigkeit für unser Königreich. Aber als Prinzessin von Hyrule hast du weit bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. So geht das nicht weiter. Wie lange wirst du noch vor deiner Verantwortung davonlaufen? Das tue ich doch gar nicht. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich in der Quelle des Mutes gereinigt. Dort gebetet und... Vergeude deine Zeit nicht mit diesen Relikten. Von jetzt an gibt es für dich nur deine Übungen und sonst gar nichts. Oder glaubst du, die Macht, die Verheerung zu versiegeln, fliegt dir einfach so im Schlaf zu? Natürlich nicht. Aber ich gebe ja schon mein Bestes. Das alles bringt nur nichts. Bei der Erforschung der Relikte könnte ich wenigstens... Spar dir deine Ausflüchte. Von heute an ist Schluss damit. Ich verbiete jede weitere Beschäftigung mit diesen Relikten. Widme dich deiner Ausbildung an den Quellen. Weißt du, wie man am Hof über dich redet? Wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt? Missratenes Prinzesschen heißt du da. Oder Prinzessin machtlos. Ich will, dass du ihnen das Gegenteil beweist. Ist das klar? Jawohl, Euer Majestät. Wenn man schon den eigenen Vater mit Titel ansprechen muss. Ach. Das war das also, was sie gemeint hatte in ihrem Tagebuch mit, wo sie meinte mit dem Streit mit ihrem Vater. Ach, wie ironisch, dass das Prinzessin Enzian genau in ihrem Zimmer wächst. Okay, ich glaube, dafür haben wir noch Zeit. Zählt uns fort. Oh, die Forschungsnotizen. Audienz bei Impa, Anführerin der Shika-Stamms. Heute beginnt meine Erforschung in der Relikte. Impo hat mir Pura und Robelo vorgestellt. Beides Shika. Oh, Pura! Und ihr Bruder Robelo. Nice! Der alte Sack und die wieder Junge. Morgen Ausgrabungen mit den beiden. Wir müssen ein Relikt finden, mit dem wir den Leitstein kontrollieren können. Bei den Ausgrabungen der Ruinen wurde ein Stein gefunden, der möglicherweise zur Kontrolle des Leitsteins dient. Es handelt sich um eine mit zwei Händen zu haltende Tafel mit den Schriftzeichen der antiken Shika bedeckt ist. Oh, sieh mal die Shika-Tafel, die wir haben. Er besteht aus einem unbekannten Material, womöglich das gleiche, aus dem die Schreine im ganzen Land sind. Impa hat zugestimmt, dass ich den Stein untersuche. Ich hoffe, er ist der Schlüssel zu meinen Forschungen. Wir nennen das Relikt in Form von Steintafel jetzt Shika-Stein. Ihr sagt sogar Tafel. Beim Englischen heißt es Shika Slate und ein Slate heißt übersetzt Tafel. Die ausgegrabenen Dokumente geben keinen Aufschluss über seinen Namen. Deshalb hat Puras Vorschlag sich durchgesetzt. Ihre Begründung ist aus Stein. Shika haben ihn erschaffen. Shika Stein. Einfach ein wurzloser Name. Ich habe meine Funktion der Shika-Steins reaktiviert. Sogenannten Fotomodul kann Bilder erstellen.
Diese Bilder geben ganz ohne Hand eines Zeichen das Motiv lebensecht wieder. Das ist erstaunlich, wie fortgeschritten die Technologie der antiken Shika war. Wir vermuten, dass der Shika-Stein den Leitstand kontrollieren kann. Ich muss nur herausfinden, wie. Ich habe mit den Recken eine Übung der Steuerung der Titanen durchgeführt. Zu meiner Überraschung kann Mipha perfekt klar, während Darok am Anfang etwas zu kämpfen hatte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Kleine mit dem Talent und der Große, naja, etwas grober. Obosa und Revali harmonieren beide gut mit ihren Titanen. Wir haben tatsächlich eine Chance gegen die Verheerung. Aber Obosa und Revali, ist klar. Sind ein Durchschnitt. Rubelo kommt gut damit voran, die ausgegrabenen Wächter wieder lauffähig zu machen. Wir haben aber noch lange nicht alle Wächter gefunden. Laut der Aufzeichnung gibt es noch viele andere Typen. Ja, ich habe ein paar davon bekämpft. Sie sollen in 5 riesigen Säulen lagern, die sich unter Schloss Hyrule befinden. Aber egal wie tief wir vordringen, wir können diese Säulen nicht finden. Wie tief unter der Erde können sie sein? Vielleicht kommen sie erst zum Vorschein, wie sie die Präsenz der Verheerung gerne spüren. Oh, die Säulen meint sie. Oh. Überall in Hyrule antike Bauten entdeckt, doch wir haben nach wie vor keine Ahnung, wie man sie betritt. Laut der Aufzählung dienen sie dem Helden, der die Verheerung bezwingt. Aber wie werden sie aktiviert? Pura denkt, der Shika-Stein könnte ein Schlüssel sein. Ich stimme ihr zu. Leider zeigt er keine Reaktion in der Nähe dieser Bauten. Doch ich werde nicht aufgeben. Wenn die schon wissen, dass er für denjenigen ist, der gerne besiegen soll und so weiter. Wieso gibt ihr das Ding nicht dann einfach den Typen in die Hand, der das Masterschwert hat? Vielleicht funktioniert das, hätte das schon damals in Kombination besser funktioniert, anstatt das Prinzesschen das Ding in der Hand hält. Wenn es noch eine Möglichkeit zum Kämpfen gegen die Verheerung gibt, müssen wir sie ergreifen. Gespräch mit Pura über den Schrein des Lebens, den wir entdeckt haben. Er scheint tatsächlich über erstaunliche Heilungsfähigkeiten zu verfügen und muss als Krankenstation gedient haben. Ferner kann er den Patienten während der Behandlung über lange Zeiten einen künstlichen Schlaf halten. Ob es vor 10.000 Jahren im Kampf gegen die Verheerung so viele Verletzte gab, dass solche Einrichtungen nötig waren. Das ist das, wo wir drin waren. Leider konnten wir ihn noch nicht so justieren, dass wir ihn mit allen Funktionen in Betrieb nehmen könnten. Es bleibt zu hoffen, dass wir den Schrein des Lebens nie brauchen werden, auch wenn die Verheerung zurückkehrt. Oh doch, das musstet ihr. Und ich war der Grund. Achso, guckt sich das Prinzesschen da an. Aber hier ist definitiv cool. Und das Ding sieht sogar aus wie so eine richtige altmodische Zelda-Flasche. Ach, da war er gerade wieder. Naja, egal. Ich denke dann mal... Na, wir haben unsere Zeit schon längst überschritten. Na gut, dann... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir kamen jetzt nicht gerade so viel weiter, aber dafür haben wir jetzt ein bisschen Story kennengelernt. Also, das ist schon mal etwas, finde ich mal. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns also das nächste Mal. Bye bye, Leute.